ist das und alle und sollte. Sah ich, wie sich was undefiniert ist und das so vertrollte. So aus dem Augenwinkel sah ich das. Und das war alles andere Spaß. Ich rannte zum Schrank und holte ein Messer. Damit fühlte ich mich als wesentlich besser. Und sonst wusste ich mich wie ein echter Mann. Todesmutig an mein Sofa ran. Mit der linken Hand gepickt. We'll be right back.
dann so richtig rund. Schwupps hatte er panisch nen Schmello im Mund. Danach noch ein Fade mit viel Ganja drin. Und zum Schluss waren alle voll hin. Doch natürlich war das nicht das Ende. Sie halfen sich auf, Hände an Hände. Dann saßen sie wieder am runden Tisch. Und weiter ging es, wenn gleich nicht ganz frisch. Das ist der runde Tisch. Hier wird nichts weggewischt. Hier wird nur abgelacht und die Nacht zum Tag gemacht. Es kamen dann noch andere Leute dazu. Eine lustige Runde entstand nun im Nu. Alle Kisten und Soffen, als gäb's keinen Morgen. Und keiner fasselte von seinen Sorgen. Politik war kein Thema, das verstand sich von selbst. Auch redete niemand von Michael Fels. Tatsächlich wurde eigentlich kaum was gesprochen. Dafür aber immer weiter gesoffen. Die Mucke war prächtig, meist Metal und Gore. Man verpasste nie was außer auf dem Klo. Ja, da ging JJ gern hin und nahm keinen mit. Das lag dann auch mit an seinen Inga-Shit. Es gab viel Gelächter, meistens um nichts. Das kam wohl vom Bummel und Wohler vom Kiff. Man fühlte sich fast wie auf ne Schiff. So war das damals an dem runden Tisch. Das ist der runde Tisch. Hier wird nichts weggewischt. Hier wird nur abgelacht und die Nacht zum Tag gemacht. Bye.
Ich wankte an dem runden Tisch, in der Rübe schon nicht mehr ganz frisch. Da hatte schon reichlich viel Alk weggezecht und stammelte für was vom Dichter P. Brecht. JJ und GL saßen auch da am Tisch, ebenfalls in der Murmel nicht mehr ganz frisch. Die beiden hatten schon reichlich viel Fickes durchgezogen und sich dann beim Lachen so richtig verbogen. Kapanisch konnte das nicht so verstehen und meinte dann trocken, ich glaub ich muss blähen. Und dann ließ er megamäßig einfahren und da wild gesekulierend gebar. Die beiden anderen gucken erst dumm, um sie rum kroch eine Giftwolke rum. Doch dann schmissen sich beide so dermaßen weg und landeten unterm Tisch in Biersiff und Dreck. Das ist der runde Tisch, hier wird nichts weggewischt, hier wird nur abgelacht und die Nacht zum Tag gemacht. Panisch hatte sich grad hingesetzt und seine Lippen mit Schnaps benetzt. Dann brach unter ihm das Sitzmöbel weg und er landete ebenfalls da unten im Dreck. Shit, hatte er noch von sich gegeben. Jetzt blieb er unten am Schmandboden kleben. In nüchternem Zustand wär's weniger witzig, aber so war's für alle super krass spritzig. Und am Tisch ging's dann so richtig rund. Schwupps hatte Herr Panisch einen Schmello im Mund. Danach noch ein Fake mit viel Ganja drin. Und zum Schluss waren alle voll hin. Doch natürlich war das nicht das Ende. Sie halfen sich auf, Hände an Hände. Dann saßen sie wieder am runden Tisch und weiter ging es wenngleich nicht ganz frisch. Es kamen dann noch andere Leute dazu, eine lustige Runde entstand nun im Nu. Alle kifften und soffen, als gäb's keinen Morgen und keiner faselte von seinen Sorgen. Politik war kein Thema, das verstand sich von selbst, auch redete niemand von Michael selbst. Tatsächlich wurde eigentlich kaum was gesprochen, dafür aber immer weiter gesoffen. Ich meist Metal und Goa, man verpasste nie was außer auf'm Klo, ja. Da ging JJ gern hin und nahm keinen mit. Das lag dann auch mit an seinem Ninja-Shit. Es gab viel Gelächter, meistens um nichts. Das kam wohl vom Bubbel und wohl auch vom Kiff. Man fühlte sich fast wie auf nem Schiff. So war das damals an dem runden Tisch. Doch genau weiß ich's nicht, kann mich nicht erinnern.
neueste Ballen, um dem Ding gleich fett eine reinzuhauen. Denn wer unter meinem Sofa sitzt, kann darauf auch recht bauen. Das Ding kam dann unterm Sofa vor und sagte: Gestatten die Dame, mein Name ist Thor, ich bin ein nordischer Gott. Du kennst mich doch sicher. Und dann begann der Gott mit wildem Gekicher. Jetzt wurde ich zornig, ich sagte nur Thor. Und dann kommst du unter meinem Sofa hervor. Ich glaub dir kein Wort, du komisches Teil. Und jetzt zisch mal ab, sonst geh ich hier steil. Na gut, sagte Thor, ich werd's dir beweisen. Und simsalabim lag ich auch schon in Eisen. Und dann zeigte Thor mir seinen Mjölnir-Hammer im nächsten Zimmer meiner Schlafenskammer. Letzte Nacht hat mich wohl ein Alien entführt und vielleicht auch ziemlich unsittlich berührt. Doch genau weiß ich's nicht, kann mich nicht erinnern. Vielleicht gehör ich jetzt ja auch zu Timo, dem UFO-Spinnern. Bumsin, 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 bum
Alter, geil, ey, unnormal, ey, das kann ich.